Stell dir vor, es ist Ostern und keiner kommt in die Kirche. Vor einigen Monaten noch unvorstellbar, heute Realität. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zum Ostergottesdienst. Stell dir vor, es ist Ostern und eigentlich ist nichts passiert. Denn die Auferstehung aus dem Tod, kann man das überhaupt glauben? Nicht nur heute stellen Menschen ein Leben nach dem Tod in Frage. Auferstehung aus dem psychischen Tod, heraus aus der Not und dem Elend, so kann ich mir das vorstellen, sagen einige. Aber eine leibliche Auferstehung? Braucht es diesen Glauben an eine Auferstehungshoffnung überhaupt, um Christ zu sein? So fragen sich auch manche Christen schon zur Zeit des Neuen Testaments. Ihre Antwort auf die Frage nach der Auferstehung lautet: Wir sind jetzt schon auferstanden. Mehr braucht es nicht. Paulus versucht, diesen Christen argumentativ davon zu überzeugen, dass es sinnlos ist, von Jesu Tod und Auferstehung zu reden, wenn damit nicht eine Hoffnung auf ein Leben bei Gott nach unserem Tod verbunden ist. Herzlich willkommen noch einmal zu diesem Gottesdienst. Bertus Niebuhr begleitet uns heute an der Orgel. Beginnen wir ihn mit einem stillen Gebet. Im Namen Gottes sind wir hier versammelt. Gott ist der Grund unseres Lebens. Jesus Christus zeigt uns die Liebe Gottes zu uns Menschen. Gottes Geist gibt uns die Kraft, diese Liebe an andere in Wort und Tat weiterzugeben. Amen.
unser Gott, im Dunkel dieser Tage, die uns das Herz schwer macht, lass uns die Botschaft der Auferstehung hören. Entreiß uns aus allen dunklen Gedanken, aus aller Sorge und aller Angst. Öffne uns den Blick für deine Ewigkeit, damit wir schon in diesem Leben Mut fassen und nicht aufgeben und vor den Problemen resignieren. Lass die Botschaft von Ostern die ganze Welt ergreifen. Christus, du bist auferstanden und mit dir leben auch wir. Amen. Die Lesung findet sich in Markus 12, 18 bis 27. Da kamen Sadduzäer zu Jesus, diese Leute behaupten, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Sie fragten Jesus: Lehrer, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber kein Kind hat, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und so dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun gab es einmal 7 Brüder. Der erste heiratete eine Frau und starb kinderlos. Dann heiratete sie der zweite, aber auch er starb kinderlos und ebenso der dritte. Alle 7 blieben kinderlos. Als letztes von allen starb auch die Frau. Bei der Auferstehung der Toten nun, wenn sie tatsächlich auferstehen, mit wem wird die Frau dann verheiratet sein? Alle 7 haben sie ja zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr irrt euch. Das liegt vielleicht daran, dass ihr weder die Heilige Schrift kennt, noch wisst, wie groß Gottes Macht ist. Wenn die Menschen vom Tod auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten und nicht mehr geheiratet werden, sondern sie werden leben wie die Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten angeht, habt ihr nie im Buch Moses die Geschichte vom brennenden Dornbusch gelesen, wo Gott zu Mose sagt: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden.
ihr seid völlig im Irrtum. Als Predigtext lese ich uns 1. Korinther 15, 1-12. Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie ja angenommen und sie ist euer fester Grund. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Wenn nicht, werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist, wie es in den Heiligen Schriften steht. Dass er begraben wurde und dass er am dritten Tage auferweckt wurde, wie es in den Heiligen Schriften steht. Und dass er sich Kephas gezeigt hat, danach auch den 12. Später sahen ihn über 500 Brüder und Schwestern gleichzeitig. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind allerdings auch schon gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt. Schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, also gleichsam einem Missratenen. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es eigentlich nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil, ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als sie alle. Aber das habe ich nicht mir selbst zuzuschreiben, sondern der Gnade Gottes, die mich begleitet. Aber gleichgültig, ob ich es sage oder die anderen Apostel, das ist unsere Verkündigung und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung? Einer in dem Himmel. So, liebe Gemeinde, beginnen manche Osterwitze.
Einen solchen Witz findet sich auch schon in der Bibel. Kommt eine Frau in den Himmel und findet dort 7 sich miteinander streitende Ehemänner vor. Erzählt wird die Geschichte von einigen aus dem Volk Israel, die mit der leiblichen Auferstehung so gar nichts anfangen können. Sie wollen mit dieser Beispielgeschichte Jesus bloßstellen, denn sie haben davon erfahren, dass er vom Reich Gottes erzählt. Das Bekenntnis zur Auferstehung ist und bleibt umstritten, in diesen Tagen vielleicht noch mehr als sonst. In diesem Jahr beginnt der Karfreitag, den Tag, an dem Jesus den Erstickungstod am Kreuz starb, für zigtausend Menschen auf der ganzen Welt mit Atemnot. Und sie beenden ihn auf dem Bauch liegend in einem Notbett im Krankenhaus. So schreibt es in diesen Tagen Heribert Prantl, Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung. Und Karsamstag, der Tag, an dem an den Tod Jesu erinnert wird, ein Tag der Stille und des Abbruchs aller Beziehungen, des Shutdowns des Lebens, in diesem Jahr scheint es so, als ob er gar nicht enden wolle. Der Tag der Auferstehung am Ostersonntag, dem ersten Tag der Schöpfungsgeschichte, scheint einfach nicht zu kommen. Ich habe gelesen, dass die Kurie in Rom darüber diskutierte, ob man Ostern terminlich nicht verlegen sollte. Wie soll man angesichts der Pandemie eigentlich Ostern feiern? Ostern ist doch ein Fest der Freude, ein Fest der Familie. Es scheint wie Hohn, dass gerade in diesem Jahr Ostern so sommerlich warm ausfällt. Wie könnten wir uns freuen, wenn es nicht diesen Virus gäbe, der alle Freude zunichte macht? Österlich ist vielen von uns heute doch überhaupt nicht zumute. Aber wir erlebten eigentlich die ersten Osterzeugen, die Auferweckung Jesu. Im Markus-Evangelium kommen die Frauen zum Grab, wo sie den Leichnam Jesu die letzte Ehre geben wollen und finden es leer vor. Der Stein ist weggerollt, im Grab sitzt ein junger Mann, Engel wird er im Markus-Evangelium nicht genannt, und teilt den verdutzten Frauen mit, dass sie den Gesuchten hier nicht mehr finden können. Er sei auferstanden. Aber die Frauen können sich nicht freuen. Im Gegenteil, sie sind entsetzt und haben Angst. Also keine Osterfreude. Sie sind geschockt, denn die Botschaft von der Auferweckung Jesu passt so gar nicht in ihr Weltbild. Mit dem Schrecken und dem Entsetzen der Frauen endete ursprünglich das Markus-Evangelium. Unwillkürlich fragt man sich, soll es das gewesen sein? Was kommt denn jetzt? Vielleicht endet das Markus-Evangelium bewusst so, damit wir Leserinnen und Leser diese Frage für uns beantworten. Wie gehe ich mit der Osterbotschaft um? Gerade in diesem Jahr stellt sich die Frage, was Ostern denn mehr ist als Familiefeier mit leckerem Essen und vielen Eiern, Osterfeuer und ausgiebigen Spaziergang. Was ist dran an der Botschaft von der Auferstehung Jesu? Auferweckung der Toten? Damit können einige Christen in Korinth nichts anfangen. Sie verstehen offensichtlich die Osterbotschaft, die Botschaft von der Auferstehung eher im übertragenen Sinn. Auferstehung im Hier und Jetzt. Die Vorstellung von einem jenseitigen Leben ist ihnen suspekt. Aber wie soll man denn selig werden? Wie soll wirkliche Osterfreude aufkommen, fragt Paulus und verweist auf das, was nicht auf seinen eigenen Mist gewachsen ist, sondern was er empfangen hat und eben weitergegeben hat, dass nämlich Christus gestorben ist, begraben und auferweckt wurde. Und das alles nach der Schrift, also nach dem, was man im Alten Testament dazu findet.
Dieser Dreischritt von Karfreitag, Ostersamstag und Ostersonntag, von gestorben, begraben und auferweckt, ist entscheidend. Das hat Paulus den Christen in Korinth von Anfang an zu vermitteln versucht. Jetzt stellt er sich die ernste Frage, ob die Botschaft überhaupt angekommen ist. Klar, gehört haben es die Korinther. Sie stellen sich nur die Frage, ob man das alles so wortwörtlich nehmen muss. Kann man es nicht auch anders verstehen, so im übertragenen Sinn? Bevor Paulus in diese Argumentation einsteigt, bringt er noch einmal die Kernsätze seiner Verkündigung. Zum einen, der gekreuzigte und begrabene Jesus wurde von Gott von den Toten auferweckt. Zweitens, dafür gibt es jede Menge Zeugen. Und drittens, die Auferweckung Jesu hat Folgen. Es nimmt uns die Sünden weg und stellt uns in ein ganz neues Verhältnis zu Gott. Mit der wichtigen Konsequenz, dass wir nun nicht mehr dem Tod unterworfen sind. Wir haben eine berechtigte Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Darf ich es mal salopp formulieren? Paulus fragt die Christen in Korinth, warum habe ich mir eigentlich den Mund fusselig geredet darüber, dass Jesus auferstanden ist, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt? Das hat doch alles keinen Sinn. Die Frage aller Fragen, was bleibt von mir, wenn ich sterbe? Erstmal nichts. Ich vergehe, wie alle Geschöpfe. Von mir bleibt nichts als ein Haufen Staub oder Asche, der im Kreislauf von Wachsen und Vergehen wieder zurückkehrt. Im Johannesevangelium möchte Maria Magdalena ihnen ihren so vertrauten Jesus nach der Auferstehung festhalten. Jesus macht ihr deutlich, dass das nicht möglich ist. Jesus kehrt nicht zurück in sein altes Leben und nicht zurück in die vertraute Welt, sondern vorwärts in ein unbekanntes Terrain. Bei aller Osterfreude bleibt der Schmerz, dass es ein Weiterleben mit Jesus wie bisher nicht gibt. Schon damals stellt sich an Ostern nicht selbstverständlich Freude ein, sondern eben auch Entsetzen, Ratlosigkeit, sogar wie bei Petrus Angst und Schuldgefühle oder eben wie bei Maria Magdalena Enttäuschung und bei einigen anderen Jüngern auch einfach Zweifel. Auferstehung als eine Fortsetzung des bisherigen Lebens, so hatten es die Sadduzäer gedacht, als sie Jesus mit dem Beispiel von der Frau, den sieben Ehemännern, in Verlegenheit bringen wollten. Schon ihnen musste Jesus erklären, ihr irrt euch gewaltig. Eine Vorstellung von einem Weiterleben, wie es bisher war, nach dem Tod, ist weder biblisch, noch weiß es um die schöpferische Kraft Gottes. Tod ist wirklich tot. Wenn wir sterben, bleibt nichts von uns. Gott alleine bleibt. Ich vergehe. Gott alleine bleibt. Das mag uns gewaltig gegen den Strich gehen und auch unser Ego kränken. Und vielleicht sagt einer, aber ich habe es doch anders erlebt. Meine Nahtoderfahrung sagt mir etwas ganz anderes. Aber macht nicht gerade diese Erfahrung die eigene Ohnmacht deutlich? Aus eigener Anstrengung geschieht gerade in dem Augenblick des Sterbens gar nichts. Die Erfahrung, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, wird mir geschenkt. Gerade dann bin ich ja ganz passiv, wenn ich das erlebe. Wenn der Tod endgültig ist und eine Rückkehr ins alte Leben nicht möglich ist, dann kann nur von Gott her Neues geschehen. Gott allein ist ewig, wir nicht. Und
Gott bleibt nicht für sich, er bleibt für uns. Immanuel übersetzt Gott mit uns. Das ist nach der Weihnachtsbotschaft der Name Jesu. Das ist unsere Hoffnung, dass Gott mit uns ist, über den Tod hinaus. Christen vertrauen nicht dem eigenen Können, glauben nicht an einen ewigen Seelenfunken, den sie in sich tragen, sondern sie glauben an die Schöpferkraft Gottes. Jesu Auferweckung verdankt sich der gleichen Schöpferkraft, die aus dem Nichts die Welt schuf, ob nun in 7 Tagen oder vor 14 Milliarden Jahren im Urknall. Und uns jeden Tag erhält, auch dank all der Naturgesetze, die wir staunend entdecken und noch lange nicht alle verstanden haben. Der Schöpfer hält seinen Geschöpfen die Treue auch über den Tod hinaus. Wenn Paulus an späterer Stelle für unsere Auferweckung plädiert, dann ist Verwandlung sein Stichwort. So wie wir sind, werden wir nicht bleiben. Mit Worten des Paulus, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Mit einem einfachen Update von Körper und Geist ist es eben nicht getan. Eine Rückkehr ins alte Leben geht nicht. Wir werden verwandelt. Mir gefällt immer noch das Bild von den beiden Zwillingen im Bauch der Mutter, die darüber streiten, ob es ein Leben nach der Schwangerschaft gibt. Es wird ganz anders sein als hier, sagt das eine Kind, während das andere eine solche Vorstellung für kompletten Nonsens hält. Das Leben bei Gott wird anders sein, ohne dass wir unser jetziges Leben vermissen werden. Mehr sagt die Bibel nicht. Was jenseits meines Todes ist, davon muss ich mich überraschen lassen. Das ist natürlich nichts für Menschen, die alles im Griff haben wollen, alles planen wollen. Aber gerade diese Tage zeigen uns ja schmerzlich, dass wir nicht alles im Griff haben und all unser Planen ganz schnell über den Haufen geworfen wird. Und das ist es, was Paulus seinen Mitchristen in Korinth vorwirft, dass sie schon satt sind, schon reich sind. Sie erwarten nichts mehr von Gott. Die Christen in Korinth reden zwar weiterhin von der Auferstehung, aber als etwas, was hinter ihnen liegt. Die Neugier auf Gottes schöpferischen Möglichkeiten ist bei ihnen nicht vorhanden. Sie sind mit allem fertig. Sie wissen über alles Bescheid. Sie meinen, sie haben alles im Griff. Dabei werden wir spätestens in unserer Sterbestunde erfahren, dass wir so gar nichts im Griff haben. Brauchen wir auch nicht, sagt Paulus. Das können wir getrost Gott überlassen, der Christus auferweckte. Fast alles, was zum Fest gehört, fällt in diesem Jahr aus, schreibt Heribert Prantl. Doch aus dieser prekären Stille könnte sich eine besondere Kraft entwickeln. Am ersten Ostern war es so. Wir haben unser Leben nicht im Griff. Schmerzlich wird uns das in diesen Tagen bewusst. Vielleicht haben wir es in den vergangenen Jahren ein Stück weit vergessen. Meinten wir doch, alles beherrschen zu können. Die frohe Botschaft von Ostern lautet, wir dürfen Gott viel zutrauen. Wir dürfen neugierig bleiben, gespannt auf das, was kommt. Vor allem aber dürfen wir ihm unser Leben anvertrauen. Amen.
darf ich euch noch mitgeben auf den Weg. Die Kollekte für den heutigen Ostersonntag ist für die innere Mission bestimmt. Schaut bitte nochmal auf unsere Homepage, dort findet ihr die Kontodaten. Es wäre schön, wenn ihr einen Betrag überweist. Kommen wir noch einmal im Gebet vor Gott. Gott, wir erleben in diesen Tagen auf so furchtbare Weise unsere eigene Vergänglichkeit. Uns wird vor Augen geführt, wie gefährdet unser Leben ist, wie wenig wir die Dinge wirklich im Griff haben. Darüber könnten wir verzweifeln und mutlos werden, so, als ob wir keine Hoffnung hätten. Aber das wollen wir nicht. Wir vertrauen darauf, dass du der Herr des Lebens bist. Die Hoffnung von Ostern wecke in uns heute und in den kommenden Tagen und Wochen Lebens- und Widerstandskraft, dass wir Kraft erhalten, hier und heute schon aufzustehen gegen Ungerechtigkeit in der Welt, für ein Miteinander der Generationen und Nationen. Gerade in diesen Tagen fühlen wir uns verbunden mit den Geschwistern aus allen Teilen der Erde, die mit uns unter der Pandemie leiden. Auch in ihren Ländern können keine Gottesdienste stattfinden und auch sie vermissen die Gemeinschaft. Gemeinsam mit ihnen klagen wir: Gott, wir vermissen die Gemeinschaft und die Nähe zu dem anderen. Wir vermissen die Umarmung, das Miteinander in einer Bank sitzen. Wir haben Angst vor den Folgen dieser Krankheit, vor überfüllten Krankenhäusern, überforderten Gesundheitssystemen. Wir klagen dir die zigtausendfache Not, die durch Covid-19 hervorgerufen wird. Gott, du hörst Gebete. Du lässt uns nicht vor die Hunde gehen. Darauf vertrauen wir. Mit Jesu Worten bitten wir dich, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Tage mit dem Segen des Herrn. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.